Weiter geht's! So, wir wissen jetzt, warum wir das Ventil unten aufdrehen sollten. Denn ihm ist der Schlüssel ins Klo gefallen. Genau, also. Warum sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Du weißt es da. Okay, sie muss es irgendwie noch bestätigt bekommen. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Wenn ich das Ventil aufdrehe, müsste das Abwasser durch dieses Rohr fließen. Wenn denn Wasser fließen würde. Und solange keins fließt, brauche ich auch nicht unnötig am Rad zu drehen. Also oben wieder irgendwas, das Waschbecken andrehen oder so? Nach dem Besuch der Kanalisation ist mir ein Wasserhahn für Kaltwasser. Nach dem Besuch der Kanalisation. Warte mal. Oder doch als erste Frau in den Pissoir pinkeln. Stimmt, mit dem Pissoir konnte man doch irgendwas tun. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser von. Achso, da kommt später dann unser Schlüssel hoffentlich rausgespült raus. Vielleicht sollten wir das auch irgendwie auffangen, oder? Sonst naja, irgendein Sieb quasi müssen wir uns auch noch basteln. Naja, okay, wir versuchen es jetzt mal nochmal hier mit dem. Hier darf der Mann noch. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die. Vielleicht kannst du aber das Rohr mit dem Waschbecken und ins Pissoir. Ich lass so Wasser rein. Ne? Und jetzt das andere Ende des Rohrs. Ha! Ja. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in. Oh, Mäuschen. Und jetzt kann der ich da oben andrehen. Achso, ja, anmachen. Ja. Wassermarsch. Aus? Man sollte immer sparsam mit Wasser anlassen, sein. Oder? Ich dreh's mal wieder ab. Aber wenn sie es abdreht, ist ja. Ja, dann, aber dann fließt ja kein Wasser mehr. Meinst du, es muss durchgehen? Fließen? Ja. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem. Wenn ich das Ventil aufdrehe, müsste das Abwasser und solange keins. Okay. Wassermarsch. Wenn ich jetzt das Ventil aufdrehe, wird der Schlüssel im Verteiler einfach in den Kanal gespült. Da drin werde ich den dann aber mit Sicherheit nie wiederfinden. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwie noch ein. Hier wahrscheinlich, ne? Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser. Okay. Abschleppern. Das Wasser weiß hier nicht weiter. Ich habe die Befürchtung, dass wir das, was wir brauchen, noch nicht haben. Macht das auch keinen Sinn. Was denkst du? Ja. Oder wir müssen wieder was Unnötiges kombinieren. Vielleicht können wir irgendwie den einen Zugführer noch nach irgendwas fragen. Vielleicht kann der uns irgendwas geben, sein Schuhlein oder so. Und wir geben dafür eine Zigarette. Was macht der Magen? Das hören Sie doch. Ja, in der Tat. Und riechen leider auch. Ja. Haben Sie Ihren Schlüssel schon wiedergefunden? Nein. Ich befürchte, der schwimmt bereits irgendwo in der Kanalisation rum. Und ohne Schlüssel geht es nicht weiter? Ohne Schlüssel sitzen wir hier alle fest. Wenn ich zufällig mal wieder den Drang nach einem neuen Parfum verspüren sollte, werde ich mich dort mal umschauen. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Genau, ihm die Hose anzünden. Irgendwas muss doch möglich sein. Nein. Okay, dann lass uns mal. Wir können dann ja noch weitergehen. Hier darf der Mann. Ach ja. Ich möchte. Dann stelle ich das Wasser lieber so lang ab, weil man muss ja Wasser sparen. Ach ja. Man sollte immer sparsam mit Wasser sein. Ich drehe es mal wieder ab. Auch im virtuellen Leben. Genau. Nachhaltigkeit ist wichtig. Rauchen verboten. Okay. Gucken wir mal, was hier abgeht. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös.
Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke. Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz. Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang. Ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. Interessant. Yushin ist also homosexuell. War da eigentlich vorhin auf dem Bild tatsächlich Putin? Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Kann es sein, dass Rauchen hier nicht erlaubt ist? Du kluges Mädchen. Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, wäre eine Verhaftung wohl noch das Beste, was mir passieren könnte. Ein kleiner leerer Teller mit ein paar Münzen drauf. So verzweifelt russische Klofrauen bestehlen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Und den Teller können wir vielleicht gebrauchen. Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich reiß mir für Sie extra den Arsch auf, damit ich 5 Minuten abzwacken und Sie vertreten kann, damit Sie Ihre Pause bekommen. Und das ist der Dank. Aber ich... Das wird Folgen haben, das schwöre ich Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum hier absolutes Rauchverbot ist. Aber das hat Konsequenzen. Das wird ganz sicher Konsequenzen haben. Und niemand macht die Zigarette aus. Hoffentlich kriegt die Arme nicht allzu viel Ärger. Ja, die liegt auf dem Teller. Und wenn es die 9 sind, geht sie eh schnell aus. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Siehst du das Bild da oben? Nichts Verwertbares drin. Und das da links ist Rambo, oder was? Ich glaube, diese durchgestrichenen Zigaretten sollen irgendwas bedeuten. Nee, keine Ahnung was. Sinnloser, dummer Spruch. Hallo? Ein knackiges Kerlchen. Bestimmt Fotomodell. Ob die Soldatin mit all den Typen hier was hat? Tja, lass uns das mal nächste Folge rausfinden. Gut, bis dann.